Das neue Jahr in Rostock begann gleich mit zwei heiklen Einsätzen, in denen jeweils der Gebrauch von Schusswaffen angekündigt wurde. Am 4. Januar drohte ein Mann im Groß-Kleiner Gerüstbauerring sich und eine nahe Verwandte zu erschießen. Daraufhin stürmte das SEK die Wohnung, fand den Drohenden aber nur noch schlafend vor. Nur zwei Tage später, am 6. Januar, musste das Spezialeinsatzkommando erneut nach Rostock kommen. In einem Hochhaus in der Langen Straße spielten sich morgens um 3 Uhr schlimme Szenen ab. Nach einem Ehestreit drohte ein Mann seine Frau und danach sich selbst zu erschießen. Beamte des SEK stürmten die Wohnung und nahmen den alkoholisierten Mann schließlich fest. Sie fanden eine Schreckschusspistole und Munition in der Wohnung. Ein Ereignis ganz anderen Ausmaßes trug sich am 15. Januar zu. Ein Unfall im Chemieunterricht an der Waldorfschule in der Kröpeliner Torvorstadt forderte 16 verletzte Schüler. Sie alle erlitten Hautreizungen und Verätzungen. Beim Hantieren im Unterricht wurde plötzlich Salpetersäure freigesetzt. Einen spektakulären Verkehrsunfall gab es am Nachmittag des 24. Januar auf der Autobahn 20 kurz vor dem Kreuz Rostock. Mitten auf einer Brücke, die über Bahngleise führt, stießen 4 Autos und ein Bundeswehr-LKW zusammen. Der LKW durchbrach die Leitplanke, stürzte rund 15 Meter in die Tiefe und blieb kopfüber auf den Gleisen liegen. 2 Verletzte gab es bei diesem Unfall zu beklagen. Am späten Abend des 27. Januar löste aus noch ungeklärter Ursache die Brandmeldeanlage im Baumarkt Max Bar in Rostock-Schutow aus. Die ebenfalls ausgelöste Sprinkleranlage setzte einen Teil des Sortiments im Baumarkt unter Wasser. Es dauerte lange, ehe die Feuerwehrverantwortlichen das sprudelnde Wasser abstellen konnten.